Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, die Bundesregierung hat einen Gesetzentwurf vorgelegt, der laut Begründung gegen illegalen Waffenhandel und Kinderpornografie wirken soll. Wir als Linke unterstützen selbstverständlich den Kampf gegen illegalen Waffenhandel und Kinderpornografie. Laut Ihrem Gesetzentwurf macht sich künftig strafbar, wer eine kriminelle Plattform im Internet betreibt, eine Plattform also, deren Zweck es ist, dass Menschen über diese Plattform Straftaten begehen. Die Liste der erfassten Straftaten reicht vom Verkauf gefälschter Handtaschen bis hin zur Beauftragung eines Auftragsmörders. Das Problem ist bloß, dass dieser Gesetzentwurf überflüssig ist. Sie sprechen davon, Strafbarkeitslücken zu schließen, die gar nicht existieren. Nehmen wir das Beispiel mit dem Handel mit Betäubungsmitteln. Das Betreiben einer Plattform für den Verkauf von Drogen und das Beispiel fiel ja gerade. Eine solche Plattform ist heute bereits strafbar nach dem Betäubungsmittelgesetz. Und generell ist das Schreckgespenst von der vermeintlichen Straflosigkeit des Betreibens von Plattformen für illegalen Handel ein Hirngespinst. Denn in fast allen Fällen stellt das wissentliche zur Verfügung stellen einer Plattform, die darauf gerichtet ist, darüber illegale Geschäfte abzuwickeln, eine jetzt schon strafbare Beihilfe dar. Wer also Leuten ermöglicht, etwa Waffen im Internet zu verkaufen, der macht sich heute schon strafbar. Und das weiß die Bundesregierung auch ganz genau. Bereits 2019 gab es nämlich eine ähnliche Bundesratsinitiative, und die ist gescheitert, weil es erhebliche Kritik der juristischen Fachwelt gab. Und in diesem Sinne ist Ihr Gesetzentwurf nur ein billiger PR-Stunt. Meine Damen und Herren, man sieht diesem Gesetzentwurf an, wie unangenehm ihn eigentlich sein muss. Denn in Ihrem Gesetzentwurf findet sich kein Wort zur Debatte von 2019. Sie tun so, als ob nichts gewesen wäre, als ob wir nie darüber geredet hätten in Deutschland. Es ist nicht mal lange her, ja, 2 Jahre, und Sie entkräften nicht mal die Argumente, die damals im Bundesrat von den Expertinnen und Experten fielen. Sie legen uns kurz vor dem Ende dieser Legislaturperiode einen unausgegorenen, unsinnigen Gesetzentwurf vor, nur um noch mal schnell einen Haken hinter der Liste von Gesetzgebungsprojekten aus Ihrem Koalitionsvertrag zu setzen. Sinn und Verstand hat das nicht. Der eigentliche Zweck Ihres Vorhabens offenbart sich sowieso erst mit Blick auf Artikel 2 des Gesetzes. Hinter hochtrabenden Ankündigungen wie dem Kampf gegen illegalen Kriegswaffenhandel versteckt sich die Ausweitung des Anwendungsbereiches einer der grundrechtsintensivsten Ermittlungsinstrumente, der Online-Durchsuchung. Zwar Experten zweifeln, ob die versprochenen Effektivitätssteigerungen durch die Online-Durchsuchung tatsächlich eintreten werden. Aber Sie interessiert das nicht, Sie packen es hier ins Gesetz. Liebe Bundesregierung, seien Sie doch wenigstens ehrlich in Ihren Absichten. Verkaufen Sie dieses Hohe Haus hier nicht für dumm und legen Sie uns bitte keine überflüssigen Gesetzentwürfe vor. Danke, Dankeschön. Vielen Dank, Kollege Mofassat. Das Wort geht an die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen zur Kollegin Kanan Bayram.